Liebe Freunde, wir beginnen Sefer Vayikra. In der Parasha von dieser Woche sind Korbanot, die Opferungen, insbesondere der Korban Chatat, das Sündopfer, ein wichtiges Thema. Die Tora beschreibt und sagt, dass die Art des Sündopfers, was man genau zu bringen hat, hängt von der finanziellen Situation der Person ab, die das Opfer bringt. Wohlhabendere Menschen bringen Viehopfer, Menschen, die weniger Geld haben, bringen Tauben und Menschen, die leider arm sind, bringen Mehlopfer. Aber alles gilt als Sündopfer. Jetzt könnte ein wohlhabender Mensch sagen, Moment mal, wenn jede Art dieser Opferungen legitim ist, warum muss ich so viel Geld ausgeben und ein Viehopfer bringen, wenn ich doch dieselbe Sühne erreichen kann mit einem Mehlopfer, wenn das auch als Sündopfer möglich ist. Andererseits kann ein armer Mensch sagen, eieiei, ich kann nur ein Mehlopfer bringen. Wahrscheinlich der Reiche, der das Viehopfer bringt, der hat viel bessere Sühne von Gott erlangt als ich. Die Tora zeigt uns aber nein. Die Tora sagt uns, indem dass sie festlegt, wer abhängig von seinem finanziellen Zustand, wer welches Opfer darbringt, will uns die Tora sagen, bei der Opferung geht es auch um eine persönliche Opferung. Geld abzugeben ist immer eine persönliche Opferung. Wir investieren Zeit, wir investieren Gedanken, Kräfte, um Geld zu generieren. Und jetzt müssen wir dieses Geld weggeben. Und das genau möchte die Tora. Bei einem reichen Menschen, es muss ein bisschen wehtun, dass er ein teures Tier kaufen soll. Er kann sich nicht zufriedenstellen mit einem Mehlopfer, auch wenn es wirkt. Und ein armerer Mensch, er gibt alles, was er kann. Sogar der eine Franken, den er gibt, für dieses Mehlopfer ist Gold wert in den Augen Gottes. Denn sobald ein Mensch bereit ist, das wegzugeben, was für ihn wertvoll ist, unabhängig, was für den anderen wertvoll ist, für ihn persönlich, das ist schon eine große Sühne. Und von daher differenziert die Tora zwischen den verschiedenen Gruppen unter den Menschen und sagt, das, was du geben kannst und was dir wehtut, wegzugeben, das wird dir auch Sühne bringen. Shabbat Shalom.